Schön, dass du da bist und mit mir jetzt auch in die siebte Rauhnacht hineintauchst, vom 30.12. auf den 31.12. Und ich möchte dir Hoffnung machen und dir sagen, du bist nicht allein. Es gibt Millionen von lichtvollen Wesen, die im Herzen miteinander verbunden sind. Es mag manchmal schwer sein und vielleicht gibt es Momente des Zweifelns. Doch wir geben niemals auf. Wir alle haben das gleiche Ziel und wir haben Gefährten. Manche sind sichtbar und präsent, andere fühlbar und gegenwärtig. Vielleicht hast du nur eine Ahnung davon, verspürst einen Windhauch, ein Schaudern oder ein Kribbeln. Aber wisse, das sind wir, deine Gefährten. Wir glauben an dich und an dein mutiges Herz. Mögen all deine Träume in Erfüllung gehen, Träumer. Mögen sie dir stets Glück und Erkenntnis bringen. Meine Lieben, wenn wir eintauchen in die siebte Rauhnacht, dann geht es um das Thema Hoffnung, aber nicht nur um das Thema Hoffnung, sondern auch um das Thema Nähren, Selbstheilung und das Gebären der neuen Erde. Und du hast dich entschieden, hier auf der Erde zu wirken und bist natürlich manchmal auch mit dunklen Gedanken konfrontiert. Vielleicht redest du mit oder über dich selber nicht so gut. Oder auch über andere oder über das Leben. Vielleicht erreichen dich auch Botschaften, die deine Seele, deinen Geist nicht nähren. Hier und jetzt, in dieser Zeit, ist es unablässlich, genau diese tiefe, bedingungslose Liebe dir selber zukommen zu lassen. Du als Erdenengel hast hier deine Füße im tiefen Matsch vergraben. Es gibt auch die kosmischen Engel, die uns helfen und uns unterstützen. Das sind die aufgestiegenen Meister. Sie sind in den himmlischen Gefildern. Aber du hast den Mut aufgebracht zu sagen, ich komme hier runter und setze meine Füße auf diesen staubigen oder auch matschigen Boden. Ich gehe da durch und finde einen Weg. Heute ist der Tag bzw. der Monat 7 ist ein Monat, an dem es nur um dich geht, um deine Selbstheilung, um deine dich selbst nähren, indem du dir gut tust. Vielleicht nimmst du diese Füße, ja, die dich schon viele Wege getragen haben, die schon durch viele, ja, matschige Stellen im Leben gelaufen sind, heute einmal ganz besonders wichtig. Vielleicht gehst du hin, wäschst sie voller Liebe, salbst sie, so wie Maria Christus gesalbt hat, um sein Leben zu ehren, um ihn zu grounden, um ihn auf die Erde runterzubringen. Du bist ein Erdstern und du bist eine göttliche Co-Schöpferin, ein göttlicher Co-Schöpfer. Die Energien, die aus dem Himmel auf uns herunterfließen und strömen, hier auf die Erde zu bringen, sind, ist gar nicht so einfach. Es ist auch nicht so einfach, eine Geburt hinter sich zu bringen. Es ist eine unendlich schöne Energie und eine schöne Erfahrung. Aber der liebende Bauch der Mutter Erde, ja, bis er sich wirklich dazu öffnet, ja, auch die Frucht freizugeben, das ist ein Prozess. Viele von euch haben schon Kinder oder haben vielleicht bei einer Geburt zugeschaut oder haben nur eine Idee davon, was es bedeuten könnte. Und es ist einfach wichtig, jetzt ein Leben in Liebe und in Freundschaft und in Dankbarkeit, ja, dass man einfach mal auf die Dinge zurückblickt, die man auch erhalten hat. Dass man nicht auf den Mangel schaut, den man sich vielleicht selbst auch einredet, sondern dass man eher dorthin schaut, wo es Liebe gab. Was hat dich sehr berührt jetzt in der Vergangenheit? Was war jetzt in diesem Jahr, was dein Herz auch berührt hat, wenn du so ganz ehrlich mit dir selber bist und diese Gedanken, die dich nicht fördern oder auch andere nicht fördern, einfach mal zur Seite legst? Es kommt jetzt genau auf dich an und auf deine wahre Erfahrung in Liebe hier auf dieser Erde. Und was du dafür brauchst, ist einfach eine hohe, gute Menschlichkeit, eine tiefe Menschlichkeit, Mitgefühl und auch das Bewusstsein davon, ja, dass du bis jetzt gekommen bist und dass du immer überlebt hast, dass du immer getragen warst. Ja, es ist so schön, du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Ja, und das sind wirklich schöne Aspekte für den Monat
Juli, einmal genau diese Kräfte nahe heranzuziehen und sich vielleicht auch die Farbe Rubinrot nahe zu holen, um dieses Vertrauen zu haben, hier willkommen auf der Erde zu sein. Wir haben unser Wurzelchakra. Das ist das, was wir brauchen, um hier auf der Erde zu inkarnieren. Und wenn die neue Erde geboren werden will, ja, dann geht es genau auch um diese Kraft, dass wir erst einmal das Ganze auf die Erde bringen und uns bewusst werden, wovon träume ich denn, was wünsche ich mir, wie stelle ich mir die neue Erde vor? Was kann ich selber dafür tun, um die Erde ein bisschen friedvoller und liebevoller zu gestalten? Welche Attribute in mir sind Verweigerer, Widersacher, stellen sich in den Weg und lassen mir keinen Frieden? Und wo habe ich diesen Frieden in mir? Weil es gibt ihn in dir. Und wie kann ich diesen Frieden berühren? Und in diesem Prozess musst du nicht alleine für dich stehen. Es ist immer jemand für dich da, es ist immer etwas für dich da und das Göttliche umgibt dich mit allem, was existiert. Und das ist ganz wichtig, dir das bewusst zu machen. Weil wenn wir von dem 30. auf den 31. gehen, haben wir natürlich auch ein paar kleine Aufgaben, die uns darauf vorbereiten, das neue Jahr zu begründen. Und wenn wir das neue Jahr gebären, gebären wir auch gleichermaßen die neue Erde. Vielleicht ist es für dich eine gute Idee, die Nacht im Kreise deiner Lieben zu verbringen. Ja? Und das auch ganz wörtlich zu nehmen. Ein Kreis ist etwas Behütendes, etwas Beschützendes. Im Kreis schaut man sich an, da ist niemand hinter einem und redet schlecht über einen. Sondern es ist ganz offen, man sieht sich, man sieht die Schönheit des anderen. Es ist auch wichtig, gute Vorsätze zu fassen, also einmal zu gucken, okay, was wünsche ich mir denn jetzt? So für mich ganz persönlich. Und nimm mal die ganze äußere Welt oder diese äußeren Faktoren weg. Also lass einmal die Materie zur Seite. Sondern geh mal ganz tief in dein Gefühl. Welche Gefühle wünschst du dir? Was möchtest du in deinem Herzen, in deinem Gefühl erleben? Das ist unabhängig von den äußeren Faktoren. Sondern es sind wirklich tiefe Erfahrungen, die wir machen auf einer Herzensebene. Und es ist auch wichtig, damit das gut funktionieren kann, damit du gut vorausschauen kannst und diese Selbstheilung für dich erfahren kannst und dich genährt fühlst, die Austreibung von bösen Geistern und die Vertreibung des Geistes vom alten Jahr. Ich habe eine schöne Meditation hier, mit dem Geist des vergangenen Jahres zu reisen. Kannst du unten in der Infobox finden, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Manche gehen hin und bereiten sich mit Salzduschen vor, großartigen Räucherungen. Weihrauch oder Salbei wird geräuchert. Manche essen Sauerkraut und besorgen sich das. Oder hier so ein Zuckerkranz, ne, wurde auch früher gegessen mit Butter. Es wurde Feuerzangenbowle gemacht. Ach, es gibt so viele, viele Sachen, um sich auf das neue Jahr vorzubereiten. Du kannst dir jetzt alles so zusammenbringen und für dich auch einmal schauen, muss es so viel sein? Auch genau wie wenn man sich jetzt auf das Silvester vorbereitet. Es wird ja sehr viel orakelt in dieser Nacht. Das ist unglaublich tief, wie man da gehen kann. Aber es wird auch in der Silvesternacht, ja, aber das ist natürlich hier am 31. Man wird dort die Raketen starten und laut durch die Gegend böllern. Früher war das ein Ritus, also nicht zu böllern, sondern Krach zu machen, um die bösen Geister zu vertreiben. Das war der Ursprung und dann hat man sich so Rasseln und Klappern und Stöcke und alles Mögliche geholt und ist durch die Nächte spaziert, gewandert und hat die bösen Geister dann herausgetrieben, überall vertrieben, so damit das alte Jahr auch mit all seinen Erfahrungen Platz macht für das neue Jahr. Vielleicht übst du dich dieses Jahr einmal im Orakeln, dass du ganz tief auf deine Intuition zurückgreifst, du dich auf dein drittes Auge fokussierst und das hervorbringst, was aus deinem Inneren nach außen strömt.
ohne fremde Einflüsse einmal wirklich auch deine eigene mediale Kraft in Gang setzen. Du fokussierst dich also auf dein drittes Auge, auf den Punkt hinter deiner Stirn zwischen den Augenbrauen und lässt dort ein Licht entstehen. Und in dieses Licht tauchst du hinein und dieses Licht wird dich auf eine Reise schicken. Und du wirst auf dieser Reise vielleicht Dinge erfahren, die du sonst so nicht zu dir geholt hättest. Schreib das auf, was du dann erlebst und wie es dir damit geht. Und was dein tiefes Bewusstsein, deine Verbindung zu deinem höheren Selbst, ja, für eine Botschaft für dich hat. Wenn ihr esst, wenn ihr Essen zubereitet, ist es auch wichtig, nicht so viel auf die Teller zu tun, dass man das nicht aufessen kann. Denn wenn man das aufisst, soll das Glück bringen. Andere gehen hin und stellen auch etwas hinaus für die Geister oder für die Naturwesen, für die Geflügelten. Und das ist auch günstig, das zu teilen. Man könnte zum Beispiel etwas Obst hingeben, an einen Baum stellen und vielleicht kommt ein kleines Naturtier und holt es sich, um sich daran zu laben und zu nähren. Das ist auch eine tiefe Verbindung zu schaffen mit der Erde und wieder eins zu werden, Freund zu werden mit dem, was uns umgibt, mit den kleinen wie den großen Wesen. Fragen, die du auch noch mal tiefer in dich aufnehmen kannst, sind zum Beispiel: Was hat die Natur mir heute von mir selbst gezeigt? Welche Tiere, welche Elemente sind mir heute begegnet? War die Welt freundlich zu mir? Habe ich der Welt entgegengelacht? Und du könntest auch hingehen und dir vor deinem inneren Auge eine rubinrote Rose vorstellen, eine rubinrote Rose. Die Knospe ist zu. Sie leuchtet in sich, sieht wunderschön aus. Du richtest deinen Blick darauf und lässt die Rose in dein Herz sinken. Bringst deine Hände zu deinem Herz, spürst die Wärme, wenn du sie überkreuz so auf deinem Brustkorb liegen hast. Und dann erlaubst du der Rose, in dir zu erblühen, in deinem Herzen zu erblühen. Ist auch Mutter Maria, die so zu dir kommt, dich nährt, dich annimmt wie ihr geliebtes Kind, um mit dir zu sein. Und aus dieser Liebe heraus begehst du deinen Tag und das kannst du natürlich auch öfter nachschauen. Du kannst jetzt immer hingehen und diese Rose in dir beobachten. Wenn irgendwas ist in deinem Leben und du dich fragst, ob du auf dem richtigen Weg bist, dann lege deine Hände auf dein Herz, schließe deine Augen und tauch in dein Herz ein und schaue, wie die Rose sich fühlt. Ob sie blüht, ob sie sich zusammengezogen hat, ob sie dringend Wasser braucht, Liebe und Gefühl, Nahrung braucht, ob sie deine Aufmerksamkeit braucht. Und dann weißt du, wie es dir geht. Denn so wie es deinem Herzen und deiner Rose geht, geht es auch dir. Und dann lasst uns mal schauen, was wir im Juli 2023 erwarten können, was uns begegnet. Was uns berührt, was sich manifestiert, welche Erfahrungen wir sammeln können. Hier liegen unbegründete Sorgen. Es geht ein bisschen um dich selbst. Es geht darum, dass du dich nicht gut genug fühlst, vielleicht nicht groß genug oder noch nicht reif genug für diesen großen Schritt, der dich hier erwartet. Vielleicht bist du in Illusionen versunken, vielleicht machst du dir selber etwas vor, vielleicht glaubst du an das, was man dir irgendwann mal gesagt hat, dass du das noch nicht kannst oder nicht gut genug bist. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dich betrogen fühlst, ja, dass du dich um irgendetwas betrogen fühlst und dich darum nicht wirklich sehen kannst. Wir können uns eigentlich nur selber um etwas betrügen. So, der Juli sieht aber trotzdem hier ganz großartig aus. Die ersten Karten sind einfach nur voller Licht und voller Liebe. Hier gibt es ein Aufblühen, ein Erblühen, eine Neugeburt von etwas. Es ist wie Zwillinge, also wir müssen gucken, das wird schon eine starke, massive Kraft, die hier auf uns zukommt. Es geht auch um partnerschaftliche Themen.
Hier wird eine Distanz überwunden und plötzlich merkst du, hey, ne, das waren alles Prozesse, in die die gesamte Gesellschaft gegangen ist und auch diese Konflikte, die partnerschaftlich sich irgendwann aufgezeigt haben, die lösen sich hier auf. Die Distanz wird überwunden und auch die Distanz zwischen Verstand und zwischen Herz wird überwunden werden. Eine große Reise liegt hier. Es könnte sein, ja klar, Juli ist eine Reisezeit, dass eine schöne Reise im Kreise deiner Lieben stattfindet. Beruflich, amtlich, behördlich, politisch kommen hier neue Punkte auf den Tisch. Hier findet eine Gerechtigkeit statt. Hier liegt sehr, sehr viel Liebe. Aber auch eine Auseinandersetzung mit dem Gleichgewicht. Also es wird davor gewarnt, sich zu streiten. Es wird davor gewarnt, um Gelder oder Materie zu kämpfen. Sondern wir werden darauf hingewiesen, dass es hier das Wichtigste ist, sich auf die Liebe zu fokussieren und auf das, was wirklich alle Zeiten überwährt. Es könnte sein, dass du ein bisschen traurig bist, weil du vielleicht gute Freunde verlierst oder einen dir nahestehenden Menschen. Es könnte sein, dass dich das so ein bisschen niederdrückt und du aufgrund dessen die Welt etwas ungerecht empfindest. Vielleicht erkennst du aber auch, welche Traurigkeit die Ahnen mit sich gebracht haben und mit sich getragen haben und warum denn viele Menschen eben so wenig an sich glauben oder so wenig Hoffnung haben oder sich teilweise so alleine fühlen. Hier liegt das große Glück, weil das hier heilen kann. Wir haben Selbstheilung, aber auch die Themen der Ahnen zu heilen, wäre eine Form der Selbstheilung. Hier passiert ganz viel Großes, ganz viel Schönes. Eine Gemeinschaft findet sich, erkennt auch ihren gemeinsamen Schmerz und da werden sich die Hände gereicht. Hände werden sich gereicht. Das sind Bilder, die jetzt auch so im Innersten auftauchen, wo man zusammenkommt und diesen Schmerz gemeinsam loslässt oder aber auch gemeinsam durch diesen Schmerz der Geburt geht. Weil vom materiellen, finanziellen gibt es hier eine große Veränderung. Man geht durch diesen Geburtsschmerz durch und zeigt seine wahre tiefe Freundschaft, die vielleicht im Schmerz irgendwie untergegangen ist. Aber das wird ja hier rausgebrochen, herausgeboren. Das Haus ist stabil, das heißt, du bist sicher. Du wirst dein Zuhause haben, dein Dach über dem Kopf haben und du wirst behütet und beschützt sein. Alles das, was jetzt passiert, dient einem höheren, großen Ganzen. Es ist ein Neuanfang, der hier liegt. Ein Neuanfang, der aber auch deine männliche Kraft herausfordert. Und damit meine ich nicht die denkende Kraft, sondern die handelnde Kraft. Ich bin bereit, etwas für die neue Erde zu tun und ich gebe mein Bestes. Das heißt, gib dich hin, gib bereitwillig, sei offen und frei. Ja, zwischenmenschlich gesehen werden hier auch nochmal Freundschaften durchleuchtet. Und vielleicht ist die ein oder andere Freundschaft nicht auf Liebe gegründet. Und das gilt es zu verändern. Entweder bringst du einen Funken Liebe hinein oder aber du lässt in Liebe los. Bist dankbar für das, was ihr gemeinsam hattet und lässt vielleicht auch all deine schlechten Gedanken los oder deine Ängste, deine Sorgen, lässt es damit gehen. Schließt Frieden. Vergebung fließt. Viele Menschen werden hier in ihre Selbstständigkeit hineinkommen, also sich wirklich aus dem System herausbrechen, aber das ist, ja, wenn ich das so richtig betrachte, eher liebevoll. Also es wird eine schöne Geburt, würde ich mal sagen. Es gibt Geburten, die sind wirklich schmerzhaft und die halten lange an. Also ich habe ja auch schon ein paar Geburten hinter mir. Und dann gibt es Geburten, die einfach so ins Leben fließen, wo man sagt, ja, ne, das ist jetzt nicht, dass es nicht weh tut, rein physisch gesehen, aber es ist trotzdem alles so im Gleichgewicht und getragen, genährt. Und das ist meines Erachtens nach hier eine genährte Geburt. Keine Sorgen, keine Ängste vor den Auseinandersetzungen. Ja, also du musst dich nicht auseinandersetzen. Das ist deine Entscheidung, ob du in kriegerische Energien hineingehst oder in deiner friedvollen Urenergie bleibst, die du da innen drin in deinem tiefen Kern bist. Vielleicht hast du kreisende Gedanken, manchmal auch hier negative Gedanken. Es ist nochmal so ein Konflikt zwischen dem kleinen Ich und dem großen Ich.
Die Rose wird dir helfen, dieses große Ich zu fördern, weil das große Ich wird aus dem Herzen geboren, nicht aus dem Verstand, nicht aus dem Kopf. Ich zähle mal die Schicksalskarten an. Es geht um das große Glück, es geht um das Göttliche, es geht um dein Leben, es geht um deinen Körper, dein Zuhause, dein So-in-Dir-Sein. Lass deine Impulsivität los, lass deine alte Trauer los, die hast du mitgebracht. Das ist etwas, was du lange mit dir herumgetragen hast. Jetzt ist Zeit, diesen Schmerz zu erlösen und freizugeben. Dir selber zu vergeben, deiner Mutter zu vergeben, deinem Vater, deiner Familie, deiner Herkunft, deinen Ahnen. Aber auch deinen Freunden. Es gibt Freunde hier. Es gibt Freunde, die hier in deiner Welt sind. Und vielleicht gab es hier irgendwelche Konflikte oder so, aber die können jetzt hier bereinigt werden. Die können geklärt werden, sodass langfristig hier eine gute Ära beginnt. Und das ist ja auch die Geburt einer neuen Welt. Es ist für dich nochmal ein Neuanfang. Vielleicht fühlst du dich traurig, weil was zu Ende gegangen ist oder zu Ende geht. Aber es ist hier ein tatsächlicher Neuanfang. Neue Freundschaften, neues Glück wartet auf dich und Stabilität. Du bist sicher. Wisse das, du bist sicher, auch wenn du das nicht sehen kannst. Aber du bist sicher, du bist getragen. Ärgere dich nicht. Freue dich. Jetzt weiter. Loslassen ist nochmal angesagt, und zwar das Loslassen von kreisenden, negativen, unwahren, also das liegen hier als Lüge, als Illusion, unwahren Gedanken. Die Liebe, die Geburt, das göttliche Kind, was hier geboren wird. Und das hat auch was mit unserem politischen System zu tun. Es ist so, als würde hier auch etwas herausbrechen, eine Führung, die eigentlich mehr für Bekümmernis gesorgt hat und für Unannehmlichkeiten als wie für Liebe und Wohlempfinden. So, und das ist ja das, ne? Als Führer oder als Häuptling oder Politiker geht es darum, dass ich helfe oder dem Ganzen diene, damit eben halt der Stamm, das Volk sich wohlfühlen kann. Und dass sie motiviert sind, alle gemeinsam an einem Strang zu ziehen, ja, für die Gemeinschaft. Und hier bricht was weg, so geht das nicht mehr. Und das wird sich hier nochmal klären. Also es könnte sein, dass hier politisch gesehen einige abgesetzt werden und neue aufsteigen. Also auch das ist eine Neugeburt. Die große Reise, also solltest du eine Reise planen, ist dies ein guter Zeitpunkt, hier aktiv zu werden und dir ja, wunderschöne Augenblicke zu nutzen. Und das Wichtigste ist hier, ich sehe ganz viel Natur, schöne natürliche Energien und in die Entspannung zu kommen, um diese Distanz, die zwischen Herz und Verstand ist, zu überwinden. Das bringt dich wirklich in eine Kraft hinein, die all die Sorgen wegschmelzen lässt, weil sie nicht begründet sind. Hier spielt nochmal ein anderes Haus eine große Rolle, das heißt das Arbeitshaus. Auch hier werden viele beruflich neu anfangen. Vielleicht ändert sich das gesamte System. Und wir werden so wie die Dänen und machen es hügelig. Die Dänen haben wohl ein System, wo sie ja, bis 16 Uhr arbeiten und dann alles niederlegen und auch die Wochenenden frei haben, sodass sie noch leben können. Das wäre doch ein Traum, oder? Können wir den nicht gemeinsam träumen? Lasst uns doch gemeinsam träumen, dass wir alle einfach mehr Raum haben, um das Leben zu genießen und zu erleben. Nicht versklavt, ja, von morgens bis abends zu arbeiten oder immer nur dienen. Also dienen in dem Sinne, wenn ich dem Wohle diene, ist das ja gut. Aber wenn ich meinem Leben nicht dienen kann oder eben halt meiner Familie nicht dienen kann, dann ist es keine gute Entscheidung. Wie viele Familien arbeiten jetzt doppelt? Ich weiß, ich schweife jetzt aus, aber das ist ein großes Thema und das wird hier auch nochmal Thema sein, dass es darum geht, dass man eine Entscheidung trifft. Und zwar zwischen Materie und Liebe, also zwischen dem Geld oder eben halt dieser Sicherheit und Versorgung und dem Wohlgefühl und der Liebe. Das passiert hier. Hier wird eine ganz klare Entscheidung getroffen und dann entscheidet man sich für die Liebe. Das heißt,
Du wirkst, du machst deine Arbeit, wirst damit versorgt und so soll es jedem gehen. Vielleicht gebären wir das ja wirklich. Müsst ihr mal gucken, da gibt es irgendeine Doku über Dänemark, über das sogenannte glücklichste Volk der Welt. Ja, weil sie viel Wert auf diese Gemeinschaft, auf dieses Miteinander spielen, schöne Dinge erleben, sich gemütlich machen legen. Hier wird gewarnt, sich auseinanderzusetzen oder zu streiten oder eben halt hier, was das materielle, finanzielle anbelangt, ja, sich Sorgen zu machen und da irgendwie ein Ungleichgewicht zu schaffen. Das schafft Distanz und das schafft auch Distanz zu dir und deinem liebenden Herz und zu deiner neuen Welt. Deine neue Welt sollte eine Welt voller Liebe, Freude und Freundschaft sein. Freundschaft dir gegenüber. Und man streitet sich nicht, ja, um Freundschaft zu bekommen. Man redet über die Dinge und man klärt die Dinge und bringt sie in Ordnung. Aber man verletzt sich nicht. So, dann nehmen wir die unterste Reihe. Ich war nicht gleich schon auf die Zusatzkarte. Und verteilen einmal die Schicksalskarten auf das, was sich hier zeigt. Also es wird schon eine Zeit sein, wo du dir sehr, sehr große Gedanken machst, wie du selbstständiger werden kannst, wie du mehr Raum schaffen kannst für dich, arbeitstechnisch, ne? Beruflich, Berufung und so. Das ist wichtig. Und ja, es geht um Kommunikation. Also es ist ganz wichtig, dass du das auch mit dir kommunizierst und klar machst. Vielleicht setzt du dich tatsächlich hin und schreibst dir einmal deine Wünsche auf, deine Herzenswünsche. Und denke groß und werde weit dabei. Lass diese Wünsche dich wirklich erfreuen, so in deinem Herzen. Du stellst dir vor, wenn das so ist. Es geht nicht darum, dass du dir eine Million wünschst, sondern wünsch dir doch lieber eben halt diese schöne Erfahrung, einfach reisen zu können. Oder wünsch dir doch lieber ein Bett zu haben, in dem du gemütlich schläfst oder eine kuschelige Decke zu haben und dich in diese kuschelige Decke da so reinzumümmeln. Also wünsch dir das Gefühl dazu, das Gefühl, was du empfindest, wenn es dir gut geht. So, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, auch der Partnerschaft. Spüre einfach seine Hand in deiner Hand. Die Nähe, die entsteht und das Gefühl, was dabei entsteht. Du erinnerst dich doch daran, wie schön das ist, wenn das Herz so hüpft, wenn man so aufgeregt ist. Wenn man so ein tiefes Bedürfnis hat, den anderen in die Arme zu nehmen oder einfach nur anzuschauen. Einfach nur anzuschauen. Und sich darauf freut, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und miteinander lacht, miteinander erzählt, vielleicht auch miteinander weint und sich gegenseitig in die Arme nimmt. Das sind Dinge, das sind diese Gefühle, die dabei aufkommen. Versuche, diesen Kindern an Gefühlen einen Namen zu geben. Das Gefühl, wünsch dir das Gefühl. Das gebiert die neue Erde, ja, Freundschaft, tiefe Freundschaft, sich aufgehoben zu fühlen. Beruf, Berufung, Behördeamt, hier kommen, oder Politik, hier kommen Dinge an die Oberfläche, von denen du nicht zu träumen gewagt hättest, ich auch nicht. Hier sind Unwahrheiten, Ungerechtigkeiten, die einem wirklich den Atem zum Stillstand geben. Aber das Schöne ist, dadurch werden jetzt neue Kräfte geboren. Hier wird eine neue Liebe stattfinden, ein größeres Mitgefühl, ein Füreinander sorgen. Hier kommt die Karo Dame drauf. Das ist so diese mütterliche, nährende. Ja, wir haben ja sowieso das Nähren, diese nährende Energie. Ich umsorge, umhege, umpflege euch gut. Du weißt doch, wie das ist, wenn du krank warst und du hattest jetzt wirklich so eine Mama, so eine Muttermama bei dir, ne? Die macht dir dein Süppchen, die macht dir eine Wärmflasche, streichelt dir mal über die Wange, gibt dir einen kleinen Kuss, liest dir eine Geschichte vor, schneidet dir kleine Obststückchen. Also solche nährenden, wirklich wohlwollenden Momente, ja, die werden erschaffen. Und zwar so aus dem großen Ganzen heraus. Hier wird jetzt mehr Wert gelegt auf ein schönes Leben. Also bitte lass das wirklich wahr sein. Ich freue mich darüber. Das Einzige, was das aufhalten kann, sind negative Gedanken, Auseinandersetzungen, sich an der Materie festklammern, Gier und solche Sachen. Das kann das stören. Also das ist, ich habe auch jetzt hier auf der Hauptperson, das bist du, da liegt der Pickbube, der steht für kreisende negative Gedanken, für Traurigkeit. Das heißt, es könnte sein, dass in dir
wirklich noch eine Unverzeihlichkeit ist, dass du richtig, richtig böse bist, dass du vielleicht auch deiner Mutter böse bist oder ne, dir selber böse bist oder jemand, den du sehr magst und dass du da richtig tief traurig bist. Aber das ist dein Gefühl, das sind deine Gedanken und du hast die Wahl, hier die Führung deinem höheren Selbst zu übergeben und dir selber zu vergeben und natürlich auch den Menschen, die dich umgeben. Ja, das bringt nur Ärger und Verdruss und hat hier wirklich Verlustenergien. Du verlierst sogar deine Freunde dabei, wenn du weiter in diesem Modus bleibst, dass du böse mit dir selber bist oder böse mit der Welt, böse mit den Menschen. Hier ist wirklich so ein extremer Kontrast in dem Juli. Und so Ende gut, alles gut, hier hinten liegt wieder das Göttliche, ein guter Weg. Also setz dich auseinander mit dieser tiefen Trauer, mit dieser tiefen Bosheit oder Böseheit. Wie sagt man? Doch. Irgendwie so, wo du so ganz, ganz tief dunkel mit dir bist. Das sind karmische Bänder, teilweise sogar übernommen. Das ist übernommen, nicht geklärt und nicht ausgelebt. Über Generationen. Sich betrogen fühlen, ja. Da irgendjemand haben, der alles über einen bestimmt und einem alles wegnimmt. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Schau genauer hin. Schau genauer hin, wessen Gedanken du jetzt da für dich auslebst. So, und jetzt ziehe ich doch noch eine schöne Karte hinzu. Und dann nehme ich das Starseed-Orakel von Rebecca Campbell. Die ist wunderbar. Ah, genau richtig für die Kreation der neuen Erde. Hier ist eine Entscheidung angesagt. Das ist wirklich, du musst dich entscheiden. Folgst du dem Herzen? Oder, also folgst du dem Licht oder folgst du deinen Gedanken? Den Verstand. Verlorene Länder, Seelenerinnerungen und Seelengeschenke. Du hast es schon einmal getan. Oh, das ist interessant. Ich suche mal raus. Das ist wirklich interessant. Die Welt ist viel älter, als unsere dokumentierte Geschichte vermuten lässt. Als Seelen haben viele von uns Epochen auf diesem Planeten erlebt, die viel weiterentwickelt waren als unsere heutige Ära. Wenn wir damit beginnen, uns an die Zeiten zu erinnern, können wir die alten Weisheiten und Fähigkeiten wieder aktivieren. In diesem Stadium der Zeitlinie der Erde brauchen wir die Weisheit der Alten, um als Spezies überleben zu können. Du bist aufgerufen, dich mit dem verlorenen Wissen deiner Seele zu verbinden. Wenn du dich angeleitet fühlst, eine Veränderung in deinem Leben vorzunehmen, einen neuen Karriereweg einzuschlagen, eine kreative Schöpfung in die Welt zu bringen oder eine innovative Idee zum Leben zu erwecken, dich aber unvorbereitet fühlst, dann ruft dich diese Karte dazu auf, zu bedenken, dass du dies schon einmal getan hast. Ist doch magisch, oder? Ist faszinierend. Vielleicht besitzt deine Seele eine Weisheit, die über das hinausgeht, was du dir in dieser Lebensspanne vorstellen kannst. Vielleicht sind die intuitiven Eingebungen, Ideen und Visionen, die du erhältst, göttlich geleitet. Und vielleicht hast du dich schon lange auf diese Zeit vorbereitet. Einige glauben, dass das verlorene Land in der Vergangenheit existiert. Andere sind überzeugt, dass es jetzt in einer anderen Dimension existiert. Ich glaube, dass diese alten Länder auch in den Seelen derer existieren, die sie erlebt haben. Wenn diese Karte zu dir kommt, existiert vielleicht die Weisheit der verlorenen Länder wie Lemurien, Atlantis und Avalon in dir. Und indem du dich der Intelligenz deiner Seele hingibst, kannst du die Samen dieser alten Länder für alle nutzbar machen, damit wir gemeinsam aus unseren Fehlern lernen und ein neues Zeitalter einleiten können. Leg deine Hand auf dein Herz. Schau dir die Rose an und sprich: Ich öffne alle vergessenen Weisheits- und Seelengeschenke aus vergangenen Leben. Aho, ich danke dir.